Dieses Stück Blech haben wir mir damals umgehangen, im Winter 2020, kurz vor meinem 21. Geburtstag. Ich wurde für meine besonderen Leistungen im Kampf gegen Corona ausgezeichnet. Und plötzlich war ich ein Held, ein Idol, ein Musterbürger. Zugetraut hätte mir das niemand. Bevor Corona ausbrach, war ich ohne Zweifel die wohl faulste Socke, die je durch dieses Land geschlichen ist. Ich habe meine Wohnung so gut wie nie verlassen. Doch als dann Corona ausbrach, fasste ich den Entschluss, dies als Chance zu nutzen, mein Leben zu ändern. Meine Freunde nannten mich den faulen Tobi. Aber damit war Schluss. Denn jetzt hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Und während alle anderen faul in ihren Wohnungen herumlungerten, wurde ich immer fitter und gesünder. Nicht nur die Welt um mich hatte sich verändert, sondern auch ich. Um das Virus einzudämmen, forderte man die Leute auf, zu Hause zu bleiben. Nichtstun war plötzlich ein Dienst an der Gemeinschaft. Nichts tat ich nicht, denn mein Training zu Hause konnte Leben retten. Und darin war ich Meister. Es waren besondere Zeiten damals, im Winter 2020. Besondere schwere Zeiten. Aber es war leicht, fit zu werden und ein Held zu sein. Der Bundesfitnessminister rät: Werde auch du zum Helden und trainiere zu Hause, solange dein Studio geschlossen hat. Wir unterstützen dich dabei. Deine lokalen Fitnessstudios. Zusammen gegen Corona.